Geek Talk, der Europäische Tech Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Donnerstag, den 13. September. Ja, vielen lieben Dank für den Martin, für die lange Vertretung und ab heute bin ich erstmal wieder dabei. Und heute haben wir in der Sendung Microsoft Office, Huawei CFO, UberBuss und Duck.com. Beginnen tun wir mit Microsoft Office. Die hatten ja bereits Anfang November für die Insider von Microsoft Office bekannt gegeben und verteilt eine neue Office-Version mit einem Dark Mode. Das passt natürlich zu macOS Mojave. Und das können jetzt alle macOS Mojave und Office-Nutzer auch genießen, denn es ist jetzt aktiv für alle. Man braucht einfach die aktuelle Version. Das ist 16.0. 2.0 von Office 2019 oder halt Office 365. Ich habe mir das auch installiert, einfach ganz normal die Updates und dann wurde ich direkt von Auto gefragt, ob ich denn den Dark Mode einstellen möchte und ähm, ja, habe ich gemacht. Passt sich sehr gut ins OS rein. Am Wochenende, da ist ja der, der Huawei, oder besser gesagt, die Huawei CFO Meng 1.2 festgenommen worden. Und ja, der wird Betrug vorgeworfen, dass sie halt beziehungsweise Huawei und sie ist dann verantwortlich dafür, dieses Embargo der USA mit dem Iran gebrochen hätte. Also so richtig stecke ich da auch nicht drin, aber jedenfalls die gute Frau ist festgenommen worden und es wird jetzt vor Gericht die Kaution verhandelt und am Ende sind dabei 10 Millionen kanadische Dollar rausgekommen. Das sind ungefähr 7,5 Millionen US-Dollar. Und die gute Frau muss jetzt in ihrer Wohnung in Vancouver bleiben, bekommt auch so ein Ankle-Bracelet, also so, ein, ja, so eine Fußschelle, äh, eine digitale, womit getrackt werden kann, ob sie auch da ist. Und muss da auch ihren Pass abgeben, damit sie nicht flüchtet. Und ich werde da mal dranbleiben und bin gespannt, was da noch passiert und ähm, ob es da vielleicht hier zu Konflikten zwischen den USA und China kommt, aber generell Huawei ist ja nicht gerade beliebt in Amerika, die dürfen ja immer noch nicht mit den Netzanbietern dort ihre Geräte vertreiben. Ja, was aber woanders stattfindet von Amerika in eine andere Richtung, das ist nämlich Uber in Ägypten und im mittleren Osten. Und in Ägypten wird Uber jetzt Uber Bus einführen. Also, wie der Name schon sagt, das ist ein Bus bzw. ein Minibus und der fährt entsprechend in eine Richtung. Und ganz viele Leute können sich den halt scheren, steigen ein, scannen den QR-Code zum Einchecken, können dann auch dort mit Cash bezahlen und kommen so günstiger von A nach B, was Uber als Problem dort erkannt hat oder erkannt haben möchte. Und äh, ob der Dienst in andere Länder kommt, das steht in den Sternen, da hat Uber nichts zugesagt. Ich weiß nicht, ob der überall funktionieren würde, aber bei ein paar Ländern oder Städten könnte ich mir das gut vorstellen. Und wenn man es anguckt, der Konkurrent zu Uber, Via, der hat einen Bus-Service in, äh, ja, in Großbritannien, aber auch, das finde ich ganz interessant, in Austin, Texas, da wo ich ja auch jedes Jahr bei der South by Southwest bin. Und ja, wenn der. Jetzt im nächsten März noch da ist, dann gucke ich mir den auch mal an. Auf jeden Fall generell von A nach B zu kommen, immer interessant. Und Uber beweist mit Uber Bus eigentlich auch, dass sie sich von dem klassischen Ridesharing ein bisschen verabschiedet haben, obwohl immer noch geshared wird. Aber die bieten mittlerweile diverse Möglichkeiten an, um von eben A nach B zu kommen. Ja, und wer jetzt auch was Neues anbietet oder wer unter einer neuen Domain erreichbar ist, das ist die Suchmaschine DuckDuckGo. Die kennt ihr vielleicht. Es ist eine Suchmaschine, die nichts trackt, wo man dann ganz anonym suchen kann und sich keine Sorgen machen soll. Und die sind logischerweise unter duckduckgo.com erreichbar. Bislang auch unter duck.co. Das ist eine Top-Level-Domain, die eher weniger benutzt wird. Aber wenn man sich duck.com angeguckt hat, dann ist man bei Google gelandet. Und das lag daran, dass Google der Besitzer der Domain war. Und duck.com, also ente.com, ist natürlich eine sehr beliebte Domain oder eine sehr simple Domain und hat auch die Nutzer laut DuckDuckGo verwirrt. Denn sie dachten halt, sie würden da entsprechend deren Suchmaschine finden, aber dann eben sind sie bei Google gelandet. Und DuckDuckGo, also wie oft kann ich das eigentlich heute sagen? Um, DuckDuckGo hat Google halt auch unfaire Praktiken äh, vorgeworfen. Und zwar, dass auch jedes Mal, wenn sie ihr Plugin für die, also nicht für die Webseite, sondern für den Google Webbrowser aktualisieren, dass Google da nicht fair spielt mit den Updates und mit der Domain sowieso nicht. Und was ist jetzt passiert? Google hat die Domain freigegeben, transferiert. Ob da jetzt Geld geflossen ist, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich dazu keine Informationen gefunden. Aber duckduck.com ist jetzt unter, nee, duckduckgo.com ist jetzt, ach, das wird noch kompliziert, duck.com geht jetzt zu duckduckgo. Jetzt habe ich es ja oft genug gesagt, ich komme da nicht mehr raus, zu viele Enten. Und ja, dabei belasse ich es dann auch für heute. Ich hoffe, ihr habt einen großartigen Donnerstag. Ihr kommt gut in den Tag, schönen Arbeitstag, schönen Schultag, whatever. Und wir hören uns morgen wieder. Bleibt positiv, ich würde mich freuen. Hört mehr Geek Talk.